Ja, auch herzlich willkommen von mir. Carsten Rachfeld ist mein Name. Auf der Folie zu sehen, ich bin einer der vier Hyper-V-MVPs in Deutschland. Drei sind hier. Nils ist einer meiner Kollegen und Benedikt ist einer meiner Kollegen. Und dann haben wir noch den Marc Grote, der auch aus dem Hannoveraner Bereich kommt. Also Nils und Benedikt und Marc Grote sind aus dem Hannoveraner Bereich. Und ich habe mal im Internet gefrotzelt, ich komme aus dem erweiterten Hannoveraner Bereich, aus dem schönen Sauerland. Das sind nur 250 Kilometer Luftlinie oder 200 Kilometer. Das geht also noch. Ich spreche heute über die Neuerungen im Storage-Bereich in vNext, also in dem nächsten Server, der von Microsoft kommen wird. Und zwar die Neuerungen, die bekannt sind. Und es findet ja in zwei Wochen die Ignite statt und es ist schon klar, dass da noch einige andere Sachen dargestellt werden, über die ich heute noch nicht sprechen darf oder die ich noch nicht weiß. Also in zwei Wochen die Ignite anschauen, da alle Vorträge, so wie ich das bisher gehört habe, werden aufgezeichnet und auch zum Anschauen ausgestrahlt. Also da wird noch einiges kommen. Ich habe gesagt, ich mache maximal eine halbe Stunde Vortrag. Ich bin dafür bekannt, dass ich meine Zeit nicht unbedingt immer hundertprozentig auf die Minute genau einhalte, aber diesmal versuchen wir das mal. Und dafür hat man ja auch in diesen Geräten so ein wunderbares, so eine wunderbare Eigenschaft. Dann fangen die nämlich an zu zittern. So, meine Zeit beginnt jetzt. So, ein Feature, was in vNext kommen wird und was bisher ein Feature ist, was es nur in Enterprise-Storage-Systemen gibt, die synchrone Replizierung der Daten. Das heißt, wir haben, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben zwei Rechnerräume oder zwei Data-Center und wir haben auf der einen Seite schreiben wir unsere Daten auf irgendein Storage-System, auf eine Loon oder auf eine Disk und wir möchten, dass diese Daten in ein anderes Rechenzentrum oder Rechnerraum gespiegelt werden. Nennt man synchrone Spiegelung und das bietet Microsoft oder Storage Replica mit der nächsten Version. Und bei Microsoft ist das, ich habe jetzt hier mal aufgeführt, wie sieht denn eigentlich der Storage Stack aus? Die synchrone Spiegelung oder auch die asynchrone Spiegelung, die auch dazu gehört, sitzt relativ tief im Stack. Das heißt, wir haben zwischen dem Volume Manager und zwischen dem Partition Manager die synchrone Spiegelung ist dort eingehängt. Das bedeutet, es ist vollkommen unabhängig davon, was für ein Filesystem benutzen wir bei der synchronen Spiegelung, also was für ein Dateisystem benutzen wir, auf was für einem Volumen sind wir. Sind wir auf einer iSCSI-Loon? Sind wir auf einer Fiber-Channel-Loon? Haben wir Storage Spaces? Haben wir Disks nur? Ist vollkommen unabhängig, die synchrone Replizierung läuft mit diesen Medien und es läuft sogar, dass wir von einem Storage Space Volumen auf einen Fiber-Channel Volumen replizieren. Es müssen nur zwei Bedingungen erfüllt sein. Die Geometrie muss gleich sein, also zum Beispiel die Block-Size, die verwendet wird auf den beiden Partitionen und die Größe. Ja, das heißt, Sie können von der Fiber-Channel-Loon können Sie theoretisch auf eine lokale Platte spiegeln, wenn die Größe des Volumens oder der Partition gleich groß ist und die Geometrie. Ist also vollkommen unabhängig von dem Medium, was Sie einsetzen. Repliziert auf Blockbasis und ist Dateisystem agnostisch. So, unterstützte Szenarien, die Microsoft abbilden wird, ist ein Szenario Server zu Server. Das heißt, wir haben einen Standalone-Server und wir replizieren auf einen Standalone-Server. Hier ist so schön angedeutet, hier zwischen sehen Sie so eine blaue Schlangenlinie, das soll also ein Fluss sein. Die Amerikaner nehmen ganz gerne, ich habe ein Datacenter in Manhattan und ich habe ein Datacenter über den Fluss hinüber in New Jersey sozusagen und hier läuft ein Server auf der einen Seite und hier auf einer anderen und wir haben unsere Storage-Replikation da laufen. Wir können genauso gut einen Cluster aufbauen, der gestretched ist. Das heißt, auf der einen Seite haben wir ein paar Clusterknoten laufen und auf der anderen Seite. Und unser Volumen wird hier auch synchron rübergespiegelt. Auch ganz interessant. Und ein Feature, wo noch nicht so viel drüber gesprochen wird, was aber auch sein soll, zwischen verschiedenen Clustern. Das heißt, ich habe hier auf der einen Seite einen Cluster und ich habe einen zweiten Cluster auf der anderen Seite. Und auch hier kann ich meine Daten, meine Volumen dann synchron replizieren. Also relativ interessant abgebildet. Wir können im Prinzip von unterschiedlichen Medienpartitionen auf unterschiedliche Medien replizieren und auch, es ist abgebildet, Single-Server, Cluster und auch der Stretch-Cluster.
Wie funktioniert das jetzt, wie Microsoft das umsetzt? Und wen das tiefer interessiert, ich habe ein Video-Interview gemacht mit Ned Pyle. Das ist der Produktmanager für das Thema. Der ist auch stark tätowiert, so wie Udo. Nein, stärker tätowiert. Ist aber ein total cooler Kerl. Und wir sprechen eine halbe Stunde darüber, wie dieses Storage-Replika funktioniert. Also auch die Mechanismen und so weiter. Wen das interessiert, kann sich das gerne anschauen. Ist bei uns auf dem Blog zu finden. Funktionsweise ist ungefähr so. Wir haben einen Source-Server und einen Destination-Server. Wir brauchen natürlich Windows-Server, die dieses Feature anbieten. Und wir haben eine Applikation, die kann auf dem gleichen Server laufen oder das ist zum Beispiel Hyper-V, der auf diesen Server Daten speichert. Das heißt, unsere Applikation schreibt im ersten oder unsere Anwendung schreibt im ersten Schritt einen Block auf den Server. Ganz normal. Was macht der Server? Er schreibt diesen Block in ein Logfile. Gleichzeitig bei der synchronen Replikation werden die Daten über das SMB3-Protokoll zum Destination-Server übertragen. Dritter Schritt, auf dem Destination-Server bei der synchronen Replikation werden diese Daten auch in ein Log-Medium geschrieben. Auf das Log-Medium kommen wir gleich noch darauf hinaus. Vierter Schritt, der Server bestätigt, dass er das erfolgreich geschrieben hat, bestätigt das dem Source-Server. Und im fünften Schritt sagt der Source-Server der Anwendung, jawohl, ich habe deine Daten erfolgreich geschrieben. Danach werden die Daten in das eigentliche Datenvolumen auf beiden Seiten gespeichert. Das heißt, es ist so aufgebaut, wir haben unser Datenvolumen und wir haben zusätzlich ein Logvolumen. Und bei dem Logvolumen sagt Microsoft, das sollen schnelle Volumen sein. Also das Logvolumen muss nicht so groß sein wie mein Datenvolumen, aber es muss sehr schnell sein. Also hier reden wir in der Regel von SSDs. Das heißt, in dem Fall, SSDs sind erforderlich und dieser Ablauf ist ja verzögert. Wenn ich hier lokal was hinschreibe und kriege sofort meinen Akt zurück, das ist ja meine normale Laufzeit oder meine normale Zeit, die eine Anwendung warten muss, bis das Akt zurückkommt, dass die Daten geschrieben sind. Das verlängert sich natürlich bei der synchronen Replikation um das Übertragen zur Gegenstelle. Hier muss es geschrieben werden und dann muss die Antwort zurückkommen, jawohl, es wurde geschrieben. Das heißt, wir haben hier eine Verzögerung drin. Die synchrone Replikation ist in der Regel natürlich langsamer, als wenn wir nur Lokaldaten schreiben. Und deswegen sagt Microsoft, die Laufzeit zwischen diesen beiden Servern soll unter 5 Millisekunden liegen. Ist in der Regel bei den Datacentern, die nicht gerade 100 Kilometer entfernt sind, sollte das kein Problem sein. So vielleicht 10 Kilometer, vielleicht 20 Kilometer, aber hier ist die Laufzeit ganz, ganz wichtig, weil unsere Anwendung hier oben wird langsamer. Mit längerer Laufzeit wird diese Anwendung immer langsamer. Deswegen gibt es bei Microsoft auch die asynchrone Replikation und das ist das Interessante, die funktioniert genauso. Das heißt, wir haben unseren Source-Server, unseren Destination-Server, wir haben eine Anwendung, die schreibt auf den Source-Server, der Source-Server schreibt das in die SSD und die Anwendung kriegt einen Akt zurück. So, und da wir jetzt immer auf SSD schreiben, kann die asynchrone Replikation schneller sein, als wenn wir rein auf ein Datenvolumen schreiben. Es werden sogar Schreibanforderungen konsolidiert, was ein normales Filesystem nicht macht. Jetzt passiert Folgendes, dass die Daten wiederum übertragen werden, und zwar nicht gesammelt irgendwo alle 15 Minuten, sondern das passiert sofort. Und wir haben nicht mehr die Abhängigkeit davon, dass die Daten übertragen werden und beantwortet werden, sondern sie werden übertragen, auch in das Logfile geschrieben. Und dann werden sie genauso, wir kriegen unseren Akt zurück und dann werden sie in unsere Datenvolumen geschrieben. Das heißt, die asynchrone Replikation funktioniert auch sofort. Das heißt, unsere Daten sind auch relativ zeitnah auf der Gegenseite, aber wir haben nicht sofort unser Akt zurückbekommen. Das heißt, wir können nicht sicher sein, dass bei der asynchronen Replikation die Daten auf der anderen Seite angekommen sind. Bei der synchronen Replikation können wir sicher sein, weil erst unsere Anwendung weiterarbeiten kann, wenn sie die Bestätigung hat, dass die Daten geschrieben wurden. Ja? Und dadurch ist es sehr unabhängig von dem System implementiert, auf das wir schreiben. Also hier, das können halt ganz normal NTFS sein, das kann ReFS sein, das kann eigentlich alles sein, iSCSI, hatte ich schon erwähnt, Fiber Channel, Storage Spaces, lokale Platten, ist das eine sehr universelle Abbildung und die wird halt jetzt im Betriebssystem mitgeliefert. Was brauche ich dazu? In der Regel zwei Windows-Server. Ob das jetzt ein Feature ist, wo ich Datacenter brauche oder Standard oder wie die Lizenzierung natürlich dann in vNext aussehen wird, ist momentan noch nicht bekannt, aber es wird sicherlich kein
zusätzliches Feature sein, was man als on top zu einem Server lizenzieren muss. Fragen hierzu? Ne? Okay. Ein zweites Feature, was angesprochen wurde auf der TechEd 2014 in Europa, in einem Vortrag von dem Klaus Jörgensen, hat er sich da 3 Minuten drüber ausgelassen, also es wurde sehr, sehr kurz nur angeschnitten, ist das Shared Nothing Storage Spaces. Was ist das? Storage Spaces bisher sehen ungefähr so aus, das heißt, ich habe einen Scale-Out-File-Server, wenn ich ein hochverfügbares Storage-System haben möchte, ich habe einen Scale-Out-File-Server aus mindestens 2 File-Servern, können auch mehr sein, hier sind jetzt mal 4 angezeichnet und dann habe ich darunter Storage Spaces mit JBots und davon natürlich auch mehrere. Und obendrauf habe ich meine Hyper-V-Cluster, meine Hyper-V-Systeme, die auf den Scale-Out-File-Server zugreifen und sie benutzen das SMB3-Protokoll vom Hyper-V-System auf den Scale-Out-File-Server. Udo hat ja in seinem Vortrag auch schon gesagt, Scale-Out-File-Server, ganz interessant mit SMB3. Hier drunter kann man natürlich auch Block-Storage packen. Das ist aber jetzt das Microsoft-Konstrukt und wenn ich das habe, habe ich natürlich hier eine Abhängigkeit. Diese File-Server sind dann direkt per SAS-Bus mit den JBots verbunden und ich muss auch immer SAS-Device einsetzen. Das heißt, hier sehen jetzt in dem Fall 4 File-Server, sind direkt mit diesen JBots verbunden. Nicht 1, sondern können mehrere sein. Und das ist also lokal natürlich jetzt sehr eingeschränkt, hängt von der Länge meines SAS-Busses ab. So, Microsoft hat gesagt, das ist ein gutes Konzept, gerade auch für größere Umgebungen, aber in vNext können wir ein bisschen mehr noch machen. Das heißt, hier werden die SAS-JBots rausgestrichen und es werden die Platten in den Scale-Out-File-Servern benutzt. Das heißt, wenn Sie sich so ein, jetzt Hitachi hat keine, 24, habt ihr? So eine Hitachi, so ein Rack-Server, den sie nicht verkaufen wollen, aber den haben sie ja irgendwo und da kann ich vorne 24 Platten reinschieben. Da können ein paar von SSDs sein, ein paar von HDDs sein. Ich habe einen SAS-Controller oder einen SATA-Controller in meinem System. Das wird nämlich hier das Interessante. Plötzlich greifen nicht mehr wie hier mehrere Server gleichzeitig auf die gleiche Platte zu. Das heißt, da brauche ich natürlich unbedingt den SAS-Bus und auch SAS-Device, die das zulassen, dass ich von mehreren Nodes gleichzeitig die benutze. Nein, hiermit sind wir jetzt wieder lokal für die Platten und können natürlich auch SATA-Platten einsetzen. Und wenn man sich die SAS-SSDs anguckt im Vergleich zu den Enterprise-SATA-SSDs, haben wir eine viel größere Auswahl und wir haben ein ganz anderes Pricing. Das heißt, hier greift jetzt nur noch dieser Server auf die lokalen Disks zu und wie kriegen wir jetzt unser hochverfügbares Konstrukt hin? Wir haben einfach mehrere Server, wo lokale Platten drin sind. Die werden quasi zu einem Enclosure erklärt. Also wir haben auch hier wieder Enclosure Awareness und so weiter und wir können die lokalen Platten nutzen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben keinen SAS-Bus mehr, wo die Daten transportiert werden. Das heißt, wenn ich hier drauf schreibe im Block und möchte den 3-mal gespiegelt haben, muss der irgendwie auch hier rüberkommen. Und dazu brauchen wir jetzt natürlich ein sehr schnelles Netzwerk. Und das wird Emulex freuen, weil Microsoft spricht da von schnellen Netzen. Momentan reden wir da von 40 Gigabit, weil ich kann nicht mehr über einen SAS-Bus einfach auf die Platten zugreifen, sondern ich muss das hier übers Netz bekommen. Und da reden wir natürlich dann auch von SMB3 mit SMB Direct. Ja. Kleinste Ausstattung ist momentan 4 Server, dann kann einer ausfallen. Und Microsoft macht nicht bei 4 Schluss, also momentan denkt man an 12. Das heißt, ich kann hier auch relativ großes Storage-Systeme aufbauen. Ich habe ein wunderbares Interview damit gemacht mit dem Klaus Jörgensen zu dem Thema im Januar. Dummerweise habe ich noch keine Freigabe, deswegen kann ich da auch nicht mehr zu erzählen. Das war auch eine 25 Minuten eine Whiteboard-Session, wo er ganz viel dazu erklärt. Ich hoffe, dass ich das zur Ignite ungefähr freigegeben bekomme, weil da wird Microsoft auch viel mehr zu dem Thema erzählen. Ja. Nur ganz wichtig hier, wir können SATA verwenden. SATA und SAS. Das heißt, die lokalen Systeme werden hier ein bisschen einfacher. Wir können Large Pools werden unterstützt. Wir haben Erweiterbarkeit. Wenn mir dieser Storage hier nicht reicht, dann packe ich einfach nochmal einen Server dazu, einen 5. auch wieder mit lokalen Platten. Und in vNext gibt es ein neues Feature, das ist das Rebalancing. Das heißt, wenn die 4 Server mir insgesamt ein Storage-System darstellen und hier ist der Füllstand, sagen wir mal, bei 90%, 95%, und ich packe einen 5. dabei, bei Windows Server 2012 R2 würde der 5. jetzt primär genutzt für neue Daten, aber es findet keine Umverteilung der Daten statt. Also die 4 sind auf 95%,
Der fünfte kommt dabei, der ist erstmal auf Null. In VNext werden dann die Daten auch automatisch, hier werden die Daten abgebaut und gleichzeitig mit auf den verteilt. Das heißt, sodass alle vielleicht irgendwo bei 75% oder 70% Usage rauskommen und ich kann auch wieder alle benutzen, um parallel Daten draufzuschreiben. Hier gilt alles übrigens, was wir auch bei dem Scale-Out-File-Server mit Storage Spaces haben. Nur, hier werden halt die lokalen Platten benutzt und ich muss einen Scale-Out-File-Server darüber aufziehen. Ja. Und Management sagt Klaus Jörgensen auch in dem Vortrag per PowerShell oder per System Center. Habe ich noch dazu? Hochverfügbarkeit. Was kann ausfallen? Es kann eine Platte ausfallen. Es kann ein Enclosure ausfallen. Hier drunter können auch noch Enclosure gebaut werden, die dann auch lokal für den einen Server sind. Also die werden nicht dann von mehreren Servern benutzt, sondern und es kann ein ganzer Server ausfallen. Ja, Default-Domäne ist in dem Fall ein Server. Einsatzgebiete werden auch gesehen. IIS-Storage, Storage für Backup und Storage als Replikationsziel. Und jetzt nicht auf die Idee kommen, dass ich das jetzt über zwei Datacenter ziehe. Ja, also ich mache hier zwei Server. Den einen stelle ich in Datacenter 1, den anderen in Datacenter 2, weil das ist wirklich als lokale Lösung gedacht, die etwas breiter sein kann. Aber wir reden hier momentan von Hochgeschwindigkeitsnetzen mit Low Latency. Und sagen wir mal 40 Gigabit zwischen zwei Datacentern und dann sehr kurze Laufzeiten ist nicht so die Sache. Also das ist jetzt schon gedacht für ein Datacenter, nicht gestretched über mehrere. Wenn ich sowas machen will, haben wir wieder unsere synchrone Replizierung, wo ich einmal so ein Ding in das eine Datacenter stellen kann, einmal so ein Ding in das andere und dann mache ich synchrone Replizierung oder asynchrone, wie ich es gerade natürlich brauche. Also das kann ich hierfür natürlich auch einsetzen. Ja? Ja, aber es gibt, für InfiniBand gibt es glaube ich sogar was von einem Hersteller, wo man auch Long Distance machen kann mit Low Latency. Aber Kabelweg eigentlich 200 Kilometer, ja, kam auf 17 Millisekunden. Ja, das ist zu lang, ist selbst für eine synchrone Replizierung bei Microsoft zu lange. Es gibt andere Storage-Hersteller, die natürlich eventuell mit anderen Laufzeiten zurechtkommen. Ich weiß nicht, Netapp, was ihr so verlangt für eine synchrone Replizierung. Hast du was im Kopf? Oder Hitachi? Ja, was die maximale Laufzeit sein darf, damit man nicht zu sehr Verzögerung reinkriegt. Sind die meisten Traffic drin. Mittlerweile sind es ja 160 Kilometer, wir haben nur welche, die laufen 600 Kilometer. Ja. Und Köln? Ja. Köln und Berlin. Zwar hier, wobei da ist die Latenz nicht entscheidend für die Applikation, da geht es einfach nur um Synchronität. Ja, also hier bei Microsoft redet man nicht von solchen. Also NetPI redet nicht von 100 Kilometern, da redet man so von 20 Kilometern vielleicht als Maximum. Und die 5 Millisekunden sind hier einfach, weil jeder Block wird sofort rübergespiegelt und dann wird die Anwendung einfach zu langsam, sagen Sie. Also da gibt es dann noch im Enterprise-Umfeld andere Lösungen, wo man längere Strecken einfach dann gehen kann. Ne? Das nächste, was ich, als ich das zuerst gesehen habe, gedacht habe, naja, das ist ja nicht unbedingt so ein absolutes Killer-Feature. Eigentlich ist es das schon. Das heißt, Microsoft kann mittlerweile in dem Szenario, wir haben Hyper-V, wir haben also virtuelle Maschinen, die auf Hyper-V laufen, die SMB3 als Storage-Protokoll nutzen und auf einen Scale-Out-File-Server zugreifen in VNext, da kann Microsoft Storage-Cross garantieren. Minimum Bandbreite, Maximum Bandbreite. Das wird so sein, dass die Hyper-V-Cluster haben hier eine Einstellung oder es gibt Policies, die hier auf die Rate-Limiter gesetzt werden. Oder zuallererst mal, mein Scale-Out-File-Server weiß, dass die Datei so und so von dieser virtuellen Maschine eine VHDX ist. Und sämtliche I.O., die diese virtuelle Maschine auf den Scale-Out-File-Server macht, weiß sie, wie momentan der I.O. ist. Auch so der letzten 5 Minuten und so weiter. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, damit ich für eine virtuelle Maschine, für dessen I.O. Wirklich I.O. garantieren kann. Ja? Und dazu gibt es hier dann im VNext einen Policy Manager, der genau überwacht, was alles auf dem Storage-System gerade an I.O. passiert
Und dazu werden die Policies, wo ich gleich noch darauf eingehe, kann man hier einrichten. Man kann zum Beispiel sagen, diese virtuelle Maschine ist ein SQL-Server. Ich möchte für diese virtuelle Maschine garantieren, dass die immer zwischen 3000 und 5000 IOPS bekommt. Und jetzt sorgt mein Storage-System dafür, egal was diese anderen virtuellen Maschinen machen, dass diese Policy eingehalten wird. Natürlich muss ich aufpassen, dass ich hier nicht 5000 IOPS vergebe, wenn mein Storage-System nur insgesamt 2000 kann. Dann kann er das natürlich auch nicht. Also in den entsprechenden Grenzen. Und ich kann für die Maschinen gleiche Policies, also ich kann Maschinen in gleiche Policies setzen, ich kann für die Maschinen unterschiedliche Policies definieren und auch unterschiedliche Werte angeben. Wir gucken uns das gleich mal an. Nur jetzt kann ich garantieren, dass in meinem Storage-System wirklich die Bandbreite für meine Systeme zur Verfügung steht. Das ist dabei sehr interessant und das sieht so aus. Es gibt also vier Szenarien. Ich habe eine minimale Quality of Service, also IOs, die ich anbiete, und eine maximale. Und jetzt gibt es den Fall, minimal ist kleiner maximal. Das heißt, wir können hier definieren, Minimum wäre hier die grüne Linie, Maximum wäre die rote Linie. Wenn meine virtuelle Maschine den IO anfordert, ich meine, er kriegt sie nicht aufgedrückt. Also wenn ich einen SQL-Server habe, der gerade kein Disk-IO macht, wird er keine 300 IOPS kriegen. Sobald er aber genügend IOPS anfordert, dann wird ihm ein Minimum und ein Maximum garantiert und meine Maschinen bewegen sich dazwischen. Ja. Wenn mehr zur Verfügung steht, kann es sein, dass es gewisse Peaks gibt, aber eigentlich bewegen sich meine Maschinen dann in diesem Feld. Dann gibt es den Wert Minimum gleich Maximum. Da habe ich erstmal überlegt, was soll das denn? Low Bandwidth, also Minimum gleich Maximum. Und da sehen wir hier den Effekt. Meine Maschinen werden im Prinzip auf den I.O. festgenagelt. Ja, können Sie damit erreichen, dass also die Maschine, alle sind hier in der gleichen Policy. Wir haben meinetwegen 300 Minimum, 300 Maximum. Wir haben also ein sehr gleichmäßiges Verhalten in unserem Storage. Ich kann natürlich auch sagen Minimum only, das heißt, ich garantiere eine minimale Bandbreite für meine Maschinen. Wenn Sie sie anfordern, bekommen Sie sie. Und wir können jetzt hier natürlich wiederum nach oben spiken. Also wenn genügend IOs da sind, kriegen die Maschinen die auch. Und andersrum kann ich natürlich auch ein Maximum definieren. Das heißt, meine Maschinen dürfen maximal den IO anfordern. Die werden einfach oben gedeckelt. Also hier gibt es sehr viele Möglichkeiten durch die Policies. Ich kann verschiedene Policies definieren. Ich ordne die VHDX von der Maschine A dieser Policy zu und die VHDX einer anderen Policy. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, das ist Kunde A, der kriegt eine Gesamtpolicy und der bewegt sich in dem Bereich meinetwegen 3000 bis 5000 IOPS und das wird über alle virtuellen Maschinen und deren Disks summiert, dass dieser Kunde eine Bandbreite garantiert hat. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Wen das tiefer interessiert, da gibt es einen Vortrag auf der Ignite zu, das steht schon fest. Ich meine, den macht der José Barreto sogar. Eigentlich ist es ein Thema vom NetPile, aber ich glaube, den Vortrag macht José Barreto. Jetzt habe ich noch ein paar Minuten, da ist noch viel mehr. Also es gibt noch ein paar Themen, die so auch dazugehören. Cluster Rolling Upgrade, denkt man zuerst erstmal, das hat ja nur was mit Hyper-V zu tun. Was bedeutet Cluster Rolling Update? Ich habe einen Cluster, 2012 R2, und möchte den auf VNext bekommen. Was kann ich machen? Ich kann in meinem Zwei-Knoten-Cluster kann ich meine Workloads, meine Rollen auf den ersten Knoten verschieben, installiere da VNext neu drauf, nehme dieses VNext, diese Maschine in den gleichen Cluster auf und ich habe jetzt einen gemixten Cluster. Ja? Und dann kann ich alle Rollen auf den ersten verschieben, den updaten, wieder reintun und ich habe meinen gemixten Cluster, kann auf VNext gehen. Denkt man zuerst an Hyper-V, das gilt genauso für den Scale-Out-File-Server. Das ist ein Cluster, das heißt, Sie können Ihren Scale-Out-File-Server updaten, während er läuft, indem Sie einen weiteren Knoten hinzunehmen oder den zweiten Knoten leer machen, den updaten, wieder in den Cluster reinnehmen, die Rollen darüber verschieben und dann den ersten updaten. Also ist genauso ein Feature für meinen Storage-Cluster, den kann ich im laufenden Betrieb im Prinzip auf eine höhere Version heben. Ja? Und solange ich meinen Cluster nicht den Cluster-Funktionslevel erhöhe, kann ich auch wieder zurück. Das heißt, wenn Sie merken, ach, da jetzt vielleicht für VNext doch noch einen Monat zu früh, können Sie auch wieder auf 2012 R2 zurück, solange Sie den Funktionslevel im Cluster nicht erhöhen. Dann ist etwas, was auch mit Storage zu tun hat, ist etwas Neues, was in Azure angeboten wird. Das ist der sogenannte Cloud Witness.
Wenn man einen Cluster kennt, dann reden wir davon, dass wir ein Witness brauchen. Ab 2012 R2 müssen Sie einem Cluster immer ein Witness zuordnen. Früher war es so, habe ich eine gerade Cluster-Knotenanzahl, dann brauche ich ein Witness. Habe ich eine ungerade, dann darf ich kein Witness haben. So war es bis 2012. Ab 2012 gibt es eine neue Regel. Sie konfigurieren immer ein Witness für einen Cluster und der Cluster entscheidet selber, benutzt er den Witness, gibt er dem eine Stimme oder nicht. So, was ist jetzt, wenn ich so einen Stretch-Cluster habe, eventuell in zwei Data Centers? Dann habe ich ein Problem. Sie dürfen nämlich dann kein Disk-Witness benutzen. Das ist bei Microsoft ausgeschlossen. Dann muss ich ein File-Share-Witness nehmen. Also ich brauche im Prinzip bei zwei Data Center, brauche ich ein drittes Data Center oder einen dritten Standort, wo ein File-Server steht, der dann einfach die Witness-Funktion übernimmt. Da liegt dann einfach ein Share und der Cluster nutzt dieses Share für die Witness-Funktion. Jetzt muss man wissen, der File-Share-Witness und der Disk-Witness haben einen drastischen Unterschied. Im Disk-Witness liegt nochmal die Cluster-Datenbank. Also wenn ich einen Cluster habe und der hat einen Lokal, eine Loon oder so, die beide sehen können, und ich lege da ein Disk-Witness rein, dann ist da die Cluster-Datenbank mit allen Informationen nochmal drauf. Beim File-Share-Witness ist das nicht der Fall. Ist im Prinzip ein File mit so einer Seriennummer, dass der Cluster weiß, aha, ich bin der eine Knoten hat die Seriennummer, der andere die, dann können sie sich entsprechend koordinieren. Das heißt, eigentlich ist das File, der File-Share-Witness hat nicht die gleiche Güte wie der Disk-Witness. Also, das hat aber einen riesen Vorteil, wenn Sie damit in die Cloud gehen. Da sind nämlich null Informationen über Ihre virtuellen Maschinen und so weiter drin, weil es ist eigentlich nur eine Seriennummer. Und damit kann ich mir das dritte Data Center oder den dritten Standort, wo dann mein File-Server mit dem Witness steht, sparen und kann sehr gerne, oder denke ich, Azure benutzen als File-Share-Witness. Und das ist ein offizielles Angebot. Ich weiß nicht, wann das kommt. Das wird nicht unbedingt im vNext-Rahmen sein, aber ich kann hier jetzt mit vNext Azure ein Cloud-Witness mit einsetzen. Und das ist da ganz interessant, wenn Sie mehr als ein Data Center haben. Und nicht gerade drei, dann können Sie es natürlich anders lösen. Hier fehlt ein Punkt zwischen dem 3-Punkt, also das SMB heißt nicht SMB 3.11, sondern heißt SMB 3.1.1. Das ist die Version, die momentan der Stand... Genau. 3.11 würde an Workgroups verändern, genau, aber SMB 3.1.1 ist die neue Variante. Da sind zum Beispiel so Themen drin wie unser, wie heißt es noch so schön? Shared Nothing Storage Spaces. Dazu muss dem SMB-Protokoll natürlich einiges gemacht werden. Und es wird auch hier mit der Sicherheit im SMB-Protokoll kommen auch einige Dinge dazu. Ich habe ein Interview mit José Barreto gemacht im November auf dem MVP-Summit. Da spricht er auch nochmal über die Sicherheit. Also hier wird nochmal ein schnelleres Verschlüsselungsprotokoll gewählt für SMB. Die wenigsten wissen, ich kann bei SMB, wenn ich das benutze, kann ich einfach einschalten, dass, wenn das SMB3-Protokoll genutzt wird, dass auf dem Netzwerk Verschlüsselung aktiv ist. Ich brauche also kein IPsec implementieren, wenn ich meine Pakete verschlüsseln möchte, sondern ich kann das einfach aktivieren und da ist in dem SMB-Protokoll ab SMB3 kann man damit verschlüsseln. Und bei SMB3.1.1 wird nochmal ein performancemäßig ein netteres Verschlüsselungsprotokoll angewendet und Sie können die Verschlüsselung erzwingen. Das heißt, ich kann nur von dem einen Knoten, normalerweise wird ja bei SMB ausgehandelt, was kannst du, was kann ich, und ich einige mich irgendwo auf einem gemeinsamen Level und mittlerweile kann man dann in vNext sagen, nein, es muss das und das sein, sonst kommt überhaupt keine Kommunikation zustande. Also es geht nochmal in Richtung Sicherheit. Das habe ich schon angedeutet, Rebalancing im Storage Space. Das heißt, wenn hier jetzt bei meinem Shared Nothing Scale-Out, Shared Nothing Storage Spaces Scale-Out File Server noch ein weiterer Knoten hinzukommt, dann werden die Daten rebalanced und das wird auch im bisherigen Storage Space der Fall sein. Das heißt, wir haben heute das Problem, wenn Sie einen Storage Space haben und da fällt eine Platte aus, dann gibt es so das Thema, ich habe eine Hotspare oder ich habe freien Platz noch, wo ich meine Daten rebuilde. Ja? Und dann stecke ich ja dann die ausgefallene Platte, tausche ich dann hoffentlich gegen eine neue Platte aus und die wird erstmal nicht genutzt. Nur für neue Daten. Also ein Storage Space heute geht nicht hin und füllt diese Platte, die da jetzt neu hinzugekommen ist, nicht wieder mit Daten, also rebalance nicht. Und das ist in der nächsten Version bei Storage Spaces der Fall, auch wenn Sie zum Beispiel ein JBOD zusätzlich dazu bringen würden oder neue Platten in den freien Bereich in Ihren JBODs noch dazu nehmen würden, die werden erstmal für alte Daten nicht benutzt, das wird nicht ausgeglichen, sondern nur für neue Daten. Und das kommt jetzt auch in vNext, dass da rebalanced wird. Es sind noch ein paar andere Sachen drin, die habe ich jetzt nicht mit hier dabei und da kommt noch einiges, aber ich möchte auch die Chance nutzen, Sie auf ein Community-Event hinzuweisen und zwar
gibt es am 17. Juni bei Cisco in Eschborn, wir waren auch sehr intensiv mit Hitachi im Gespräch, gibt es ein eintägiges Event. Vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen die System Center Universe Europe. Das ist ein Event, was einmal im Jahr in irgendeiner Schweizer Großstadt stattfindet. Dieses Jahr wieder in Basel im August. Und es gibt so Vor-Events in jedem Land eins und wir sind der Ausrichter des deutschen Events. Also da wird es am 17. Juni ein kostenloses Event in Eschborn geben, wo es auch etliche Vorträge zum Thema Hyper-V, System Center, WAP und so weiter geben wird. Also wer da Zeit und Lust hat, gerne da hinkommen. Ja, das war es jetzt von mir. Irgendwelche Fragen noch? Keine? Okay. Dann bedanke ich mich und es geht nahtlos zum Bernhard über.